Ich wünsche uns allen schönen Abend und viel Spaß bei Elke Colozzi. Dankeschön, Nadja. Und für euch, liebe Kolleginnen, noch einmal ein ganz, ganz herzliches guten Abend. Und ich freue mich, dass wir so zahlreich, so international sind. Denn diese Thematik, mit der wir uns heute beschäftigen, betrifft natürlich jeden, der im Lehrberuf tätig ist. Und ich denke, das ist eine Thematik, die eigentlich unerschöpflich ist, um sich hier entsprechend auszutauschen. Ihr wisst, wir werden diese Veranstaltung wie immer auch aufzeichnen. Und der Link wird natürlich sowohl in der Gruppe der DAF-Lehrer gepostet werden, für die Teilnehmer, die teilgenommen haben, das klärt Nadja selbst ab, und für die deutschen Kollegen, die an einer regelmäßigen oder regionalen Fortbildung hier online teilnehmen, dann natürlich auch per Link zugeschickt werden. Kompetenzentwicklung und Lernförderung, was haben Hausaufgaben damit zu tun? Geben Hausaufgaben Sinn? Sind sie möglicherweise Unsinn? Das soll uns heute ein wenig bewegen. Darüber wollen wir uns austauschen und vor allem darüber wollen wir über den eigenen Tellerrand hinwegschauen. Und ja, ich freue mich, dass ihr euch darauf einlassen könnt. Und ich habe mir gedacht, dass wir nach folgenden Schritten vorgehen. Es wird zunächst einfach erst einmal uns finden und gemeinsam über Hausaufgaben nachdenken. Dazu habe ich mir natürlich ein bisschen was ausgedacht, dass wir in unsere eigene Biografie einmal schauen. Das heißt also, wir wirklich mal in unsere Kindheit zurückgehen und schauen, wie sah denn das dort mit den Hausaufgaben aus und wie war ich als Schüler Hausaufgaben betreffend. Ich würde dann natürlich auch auf die von mir angekündigte Umfrage zurückkommen, weil ich halte die für ausgesprochen spannend, nicht unbedingt repräsentativ, aber ich denke, sie gibt unheimlich viel Aufschluss für Dinge, die schulintern geklärt werden können, die sicherlich aber auch thematisiert werden können für andere Schulen. Ich möchte euch eine Thesengalerie anbieten, zu der wir uns austauschen, und wir wollen dann natürlich abschließend auch noch einmal zu den Gelingensbedingungen für Hausaufgaben sprechen. Das heißt also wirklich mal schauen, wann machen Hausaufgaben dann tatsächlich Sinn und wann ist auch die Motivation der Schüler vielleicht ein bisschen anders als, ja, vielleicht momentan, denn ich habe auch in der Facebook-Seite gelesen, dass viele Kollegen sich mit dieser Thematik beschäftigen und sich auch ernsthaft Gedanken machen, wie man Schüler auch für das Erledigen von Hausaufgaben motivieren kann. Und dann wollen wir alles auf den Punkt kommen und natürlich einen sauberen Abschluss bringen. Meine Frage an euch zunächst erst einmal, seid ihr mit dieser Tagesordnung oder mit der Vorgehensweise einverstanden, dann würde ich euch einfach mal bitten, mir eine 1 zu schicken. Die Claudia wusste schon, was kommt. Okay, ich sehe ganz gut. Dann fangen wir einfach mal an mit dem ersten Punkt, mit dem Nachdenken über Hausaufgaben. Und ja, ich denke, Hausaufgaben an sich sind also Aufgabenstellungen, die definitiv viel diskutiert werden und die viele Fragen aufwerfen. Viel diskutiert, vor allem auch in den Bereichen nicht nur von Lehrern und Schülern, sondern auch Eltern bewegen Hausaufgaben, ältere Geschwister, Freunde und auch Außenstehende bis hin zu Bereichen der Wirtschaft, die sich dann natürlich auch die Frage stellen, Hausaufgabe oder Aufgabe für zu Hause. Ja, das sind also Dinge, das ist nicht nur unser Schulalltag, sondern da in dieser ganzen Thematik sind viel, viel mehr Leute, viel mehr Bereiche unseres alltäglichen Lebens involviert. Hausaufgaben sind aber auch, ich möchte mal sagen, ein heißes Eisen für Lehrer, Schüler und Eltern. Warum das so sein kann, wollen wir nachher mal genauer in der Umfrage uns ansehen. Und dazu habe ich eine kleine Übung vorbereitet, bei der ich euch
einfach mal bitten möchte, Schlagwörter, das heißt also treffende Einzelwörter, nur immer ein einziges Wort, keine Wortgruppen, die ihr durch die Bildimpulse beim Film erhaltet, einfach mal zunächst aufzuschreiben. Macht euch mal dazu Notizen. Welche Wörter gehen euch durch den Kopf, wenn ihr jetzt den folgenden kleinen Film seht? Und dazu habe ich einen Link vorbereitet und ich lade euch ein, hier wirklich diesen Link anzuklicken und dann euch diesen Film wirklich anzusehen. Zurück in den Raum und dann tauschen wir uns dazu einmal aus. Ich hoffe, ihr könnt ihn überall sehen. Ihr dürft also jetzt anklicken und schaut euch diesen Film einmal an. Ich bin gekommen, einige Sachen wiederholen sich dann auch wieder. Zu viel Hausaufgaben, ja, Medizin, Elternhilfe und so weiter. Was wird bewusst beim Film? Der Umfang der Hausaufgabe, Erschöpfung, Verzweiflung, ein realisierbares Maß, unterschiedliche Lernvoraussetzungen zu Hause, auch unterschiedliche Motivation, sehr schön. Auch die armen Kinder, ja, okay, ja, Zeit überdenken, Abwechslungsreichtum. Mhm. Und wir haben auch eine Frage 3. Welche Schlagwörter, also wirklich diese Einzelwörter, die ihr uns gerne mitteilen möchtet? Tablette, Frust, Anerkennung, Pensum, Interesse, Desinteresse, Realisierbarkeit. Es ist ganz spannend, was hier kommt. Okay. Mhm. Ganz klasse. Man kann hier also auch überhaupt keine Fehler machen. Es ist also ganz, ganz vielfältig und ihr merkt selber, wie ihr das aufnehmt. Nadja, die Christine hatte sich gerade angemeldet, ist ein bisschen später drin. Einschränkung der Freizeit und so weiter. Okay, super. Dann würde ich einfach sagen, bitte schneidet es nicht aus. Das war mal also in einer letzten Fortbildung, hat eine Kollegin das ausgeschnitten und wir hatten das leere Dokument. Ihr könnt euch also oben auch den Link merken. Ihr könnt das auch downloaden, aber bitte nicht ausschneiden. Vielleicht schicken wir das Dokument oder stellen es dann später auch noch einfach mal allen zur Verfügung. Und ich denke, das ist ein guter Impuls, hier einfach mal zu gucken, wir sind ja alle an unterschiedlichen Schulen und irgendwo nehmen wir uns auch selber wahr, um tatsächlich hier zu gucken. Ich würde euch ganz, ganz herzlich bitten, wieder in den Raum zurückzukommen und wenn ihr da seid, schickt ihr mir eine 0. Herzliches Dankeschön für eure Mitarbeit und ich denke, dass dieses Dokument, das entstanden ist, wirklich ein ganz spannendes Dokument ist und ich wage jetzt auch den Schritt weiterzugehen und möchte euch eigentlich zeigen, wie auch unsere Schüler reagiert haben. Nun, welche Assoziationen verbinden Schüler der Klassenstufe 8 bis 12 mit den Hausaufgaben? Und die Schüler sagen auch, dass sie wenig Lust haben, dass ihnen Freizeit geraubt wird. Nun, dass es zwar manchmal eine Wissenserweiterung ist, dass sie auch Verständnis aufbringen, aber dass sie auf der anderen Seite auch unschön, langweilig sein können. Viele Schüler finden eine Form von Regelmäßigkeit drin, aber auch das Keine-Lust-Syndrom beispielsweise hinterfragen den Sinn von Hausaufgaben, sinnlos und unnötig beschreiben einige Schüler diese ganze Angelegenheit. Sehen sehr viel Schreiben, dazu kommen wir nachher nochmal. Zeitverschwendung bis hin zum Hilfeschrei. Ja, manchmal interessant, das hat mir schon wieder stark zu denken gegeben. Ne? Schlechtes Gewissen, wenn man sie nicht macht. Also das geht alles in den Schülerköpfen rum. Das verbinden Schüler mit Hausaufgaben. So, und wir hinterfragen natürlich, gibt es denn jetzt aus der Sicht der Schüler auch
Gutes an den Hausaufgaben? Wir haben in dieser Aufzählung relativ wenig gefunden, was den Hausaufgaben jetzt entsprechend Sinn gibt. Und wir hinterfragen natürlich auch, wie sehen wir es? Stehen wir genauso dazu? Ihr habt jetzt vorhin eure Bildimpulse gegeben, aber wir sind ja alle irgendwo Lehrer und wir alle geben auch Hausaufgaben auf. Und damit sind wir schon bei einem nächsten Schritt, nämlich bei der eigenen Biografie. Und ich hatte vorhin schon gesagt, ich würde gern mit euch den Perspektivwechsel einmal durchführen und möchte euch einladen, in eure Kindheit zurückzukehren und einmal in der Chatleiste Fragen zu beantworten. Nämlich Frage 1. Wie habt ihr Hausaufgaben in der Schule wahrgenommen, wenn sie erteilt wurden? Ihr als Schüler, wie habt ihr da reagiert? Wenn der Lehrer gesagt hat, Hausaufgabenheft rausnehmen, schreibt euch die Hausaufgabe ein. Macht mal die Augen zu und versucht da mal zu, wie es mehrheitlich bei euch war. Ohne Stress, das ist toll. Manuela sagt, gar keine Diskussion. Aha, Claudia hat sogar gerne Hausaufgabe gemacht. Auch notwendiges Übel. Okay, also ich zähle mich auch zu den Kindern, die sehr gerne Hausaufgaben gemacht haben, vor allem die sehr gerne geschrieben haben, weil ich durch das nochmalige Schreiben mir es schon das erste Mal eingeprägt habe oder ich durch das Schreiben beispielsweise meinen eigenen Stil gefunden habe, um mir die Aufzeichnung aus dem Unterricht nochmal in einer anderen Form aufzuschreiben. Ihr seht also auch hier, Maria, das ist gut, die Tüchtigen wurden zur Lehrerin. Ihr seht aber auch hier die Vielfalt in euren Antworten, dass es natürlich auch immer wieder Kinder gab, die Hausaufgabe sehr gern gemacht haben, aber eben halt auch es als Übel, als notwendiges Übel angesehen haben. Jetzt in der nächsten Frage lade ich euch ein, einmal zu schreiben, wie habt ihr dann zu Hause die Hausaufgaben gemacht? Nadja, zack, zack, ja. Flott hintereinander. Auch hier, ja. Ja, Heike, richtig, ohne PC. Wir sind eine Generation, die noch nicht so mit den Computern aufgewachsen sind. Lieber schreibt gleich nach der Schule alleine. Irina auch. Olga sagt gleich mit Fernsehen. Okay, gleich nach der Schule. Ja. Sofort nach der Schule. Schaut bitte, wie interessant das ist. Konzentriert, schnell. Meistens in der Nacht. Irina, okay. Ganz spannend. Also auch hier wieder die Vielfältigkeit. Jeder hat anders gearbeitet. Und ja, da wo es freudvoll ist, dann kann man sich natürlich auch freuen und dann macht man es und dann freut man sich natürlich auch über die zur Verfügung stehende Freizeit. Das ist natürlich auch ganz klar. Und meine letzte Frage an euch ist, wie habt ihr wahrgenommen, wenn die Hausaufgaben kontrolliert wurden? Wie ging es euch denn da in der Schule, als die Hausaufgaben kontrolliert wurden? Bisschen aufregend. Vollständigkeit. Okay. Wie ging es euch, wenn ihr die Hausaufgabe mal nicht gemacht habt? Auch das kommt ja mal vor, wenn man kontrolliert wird und erwischt wird. Heike konnte sich also auch wirklich schämen. Schlechtes Gewissen. Okay. In Ordnung. Ihr seht also, auch hier, das war mir also auch vollkommen klar,
ist natürlich eine Sache ganz wichtig, dass jeder von uns, so wie wir hier 18 Teilnehmer sind, mit uns zwei Moderatorinnen, werden Hausaufgaben in jeder Lebenslage ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen. Und ich könnte jetzt auch fragen, wie weit waren eure Eltern involviert? Wie habt ihr mit Freunden Hausaufgaben gemacht? Wo habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Und, und. Aber das wollen wir jetzt gar nicht mal alles so weit untersuchen. Ich habe euch ja angekündigt, dass ich selbst eine Umfrage durchgeführt habe. Und zwar im vergangenen Jahr unter Schülern der 8. bis 11. Klasse. Und bevor wir da aber genau drauf kommen und uns diese Ergebnisse angucken, also hier diesen Perspektivwechsel reinnehmen, gucken wir noch mal ganz kurz erstmal als Lehrer, wie sah das aus? Das heißt also, ihr alle, die ihr jetzt Lehrer seid, habt natürlich jetzt auch Fragen, die ihr beantworten sollt, wenn ihr auf die Schüler schaut. Wie nehmt ihr die Hausaufgaben in der Schule wahr, wenn ihr sie erteilt? Was passiert da in der Klasse? Was passiert bei euren Schülern? Ja, Manuela, das kenne ich auch. Ein Stöhnen. Fast alle. Irina, das glaube ich ist noch nicht zu Ende geschrieben. Mhm. Fragen, okay. Schon wieder, ja, okay. Richtig, einige Schüler müssen sogar aufgefordert werden, damit sie die Hausaufgaben auch wirklich einschreiben. Ne? Hinterfragen, nachfragen. Okay. Okay. Hier haben wir also deutlich mehr diesen negativen Touch drinne. Ihr selbst habt als Kinder gerne Hausaufgaben gemacht. Habt euch aber natürlich auch gefreut, wenn keine aufgegeben wurden. Jetzt in der Lehrerrolle merkt ihr, dass die Kinder, nicht so ganz erfreut sind, wenn sie die Hausaufgaben aufbekommen. Auch ich habe diese Beobachtung gemacht. Und was bewirkt denn eigentlich dieses Stöhnen? Dieses unruhige Stöhnen ist ja eigentlich eine Mitteilung, eine Botschaft an den Lehrer. Ja, sie wollen ja damit signalisieren, ich wage es jetzt mal zu behaupten, lieber Lehrer, das ist jetzt aber gar nicht gut, was du da machst mit uns. Denn eigentlich hatten wir was anderes geplant. Wir reden dir mit dem Stöhnen eigentlich ein schlechtes Gewissen ein. Ja, das ist also eine ganz spannende Sache, dass man versucht, also dass die Schüler versuchen, uns Lehrer hier den kleinen schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, also Lehrer, es geht so nicht. Denk mal drüber nach, da passiert was. Ne? Natürlich sind wir auch eine entsprechende Autorität, mit der wir arbeiten. Das ist einfach auch zu akzeptieren. Auch das müssen wir natürlich klipperklar sagen. Okay, in der nächsten Frage möchte ich euch bitten, mal zu antworten, wie ihr den Umgang mit den Hausaufgaben plant. Das heißt also, warum gebt ihr Hausaufgaben auf? Und wie plant ihr die Kontrolle beispielsweise? Warum macht ihr das? Manuela schreibt, wenig Übungszeit, Materialien behalten, trainieren. Vollkommen okay. Festigung und auch Vorbereitung auf den Unterricht, auch das ist korrekt. Grammatik. Wiederholen, vorbereiten, unterschiedlich. Richtig, Birgit. Alles klar. Vertiefung, Festigung, Training.
Okay, ich denke, hier sind wir uns alle sehr, sehr einig, welche Funktionen Hausaufgaben haben. Wir schauen nachher dann nochmal ein kleines bisschen genauer drauf. Okay, die nächste Frage an euch. Ihr seht, ihr seid also heute richtig doll gefordert. Was nehmt ihr wahr, wenn die Hausaufgaben, wenn ihr sagt, so, nehmt bitte die Hausaufgaben vor, wir kontrollieren. Oder wenn wir gemeinsam die Hausaufgaben kontrollieren wollen. Was nehmt ihr da wahr? Wie reagieren eure Schüler dort? Was beobachtet ihr? Bei Christine will keiner der Erste sein. Und Maria merkt ein paar saure Gesichter. Unsicherheit. Manche merken erst dann, dass die Hausaufgabe nicht gemacht wurde. Okay. Auch die Angst, Fehler zu machen. Ist in Ordnung. Angela sagt gemischte Reaktion, auch positive, selbstverständlich. Ja. Maria sagt auch, viele glänzende Augen. Natürlich. Das heißt also, auch wir nehmen unterschiedliche Dinge wahr. Und ich denke, wir sind alle soweit auch in der Psychologie, gerade bei mündlichen Hausaufgaben, wenn wir dann sagen, so, wir wollen die Hausaufgaben mal kontrollieren, wen nehmen wir dann dran? Es gibt ganz emsige Schüler, die melden sich. Gerade die Jüngeren machen das sehr gerne, wenn sie mit einem guten Gewissen auf die Stunde vorbereitet sind. Ältere Schüler sind dort etwas verhaltener und möchten eigentlich nicht so unbedingt drankommen. Und was passiert genau in diesem Moment? Wir kennen alle diese Signale, die Nase putzen, die Tasche fällt runter, den Blickkontakt meiden und so weiter. Und das sind ja alles Signale für uns als Lehrer, die sagen, bitte, bitte nehme ich jetzt nicht dran. Ja, das betrifft aber auch den ganzen Unterricht. Ne, da gibt es also so einige Dinge, die man ableiten kann, die die Schüler schon auch signalisieren. Okay, und meine letzte Frage an euch als Lehrer. Wie fühlt ihr euch, wenn eure Erwartungen an die Hausaufgaben nicht erfüllt wurden? Wie geht es euch da? Aha, Stress. Ja, wirklich bei euch seid und ja, dafür haben wir dieses Muttersyndrom, dass wir wirklich gucken, haben wir als Lehrer richtig funktioniert? Ja, wo könnte der Haken sein, wo habe ich möglicherweise als Lehrer versagt, dass die Hausaufgaben nicht so erfüllt wurden, wie ich es erwartet habe? Das ist aber auch ganz klasse, weil das zeigt natürlich auch, dass wir bereit sind, auch an uns zu arbeiten. Es ist also eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dass wir auch uns selber, unser eigenes Handeln hinterfragen. Das ist also richtig, richtig gut, aber es muss nicht immer so sein. Es gibt auch ganz bestimmte Dinge, die man wirklich hundertprozentig abgeklärt hat, die man an die Tafel geschrieben hat, wo hinterfragt wurde, wo kontrolliert wurde, wo Hilfsmaterialien gegeben wurden und die Erwartungen sind trotzdem nicht erfüllt worden. Und da muss man bei einzelnen Schülern natürlich dann auch sagen, das liegt vielleicht auch mal nicht an mir. Ist es natürlich eine Mehrheit in der Klasse, dann muss man natürlich, dann hinterfragt man sich natürlich umso mehr auch selbst. Das ist vollkommen okay. Schauen wir also mal in das, was meine Schüler gemacht haben. Ihr seht, wir haben also 38 Mädchen befragt und 26 Jungs. Ich sagte ja schon, sie ist nicht unbedingt repräsentativ, aber die Ergebnisse, denke ich, finden sich so punktuell eigentlich in jeder Schule wieder. Relativ hoher Anteil der älteren Lerner, Klassenstufe 10 und 11, die sich also getraut haben, hier auch diese Umfrage wirklich auch kritisch zu hinterfragen. Die Achten waren da noch ein kleines bisschen spontaner. Und eine der ersten Fragen war, wie lange machst du gewöhnlich täglich Hausaufgaben? Das heißt also in der Woche.
Und ihr seht, dass etwa 44% 1 bis 2 Stunden täglich Hausaufgaben machen. Das ist natürlich bei einem Stundenpensum von 6 bis 7 Stunden eine ganze Masse. Bei jüngeren Schülern ist das Pensum natürlich der Hausaufgaben auch nicht so groß. Rechnen wir jetzt einmal noch dazu, die Kinder fahren noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder müssen vielleicht auch über Land fahren. Also ich habe bei mir an der Schule Kinder, die eine Stunde mit dem Bus fahren, um zu Hause zu sein und um auch in die Schule zu kommen. Dann ist eigentlich der Tag schon fast gelaufen, da ist nichts mehr. Na? Wir haben aber auch wenige Kinder, die relativ zackig die Hausaufgaben machen, eben nur 8%, weniger als 30 Minuten. Aber ich denke, so zwischen 1 und 2 Stunden ist das Gros der Kinder, die die Hausaufgaben anfertigen. Sehr interessant fand ich die Frage, wie sind die Hausaufgaben überwiegend aufgegeben? Mündlich, schriftlich oder praktisch? Und hier ist für mich ein erster ganz, ganz wichtiger Denkansatz. Denn wir arbeiten ja alle auch nach unterschiedlichen Anforderungsniveaus. Wir kennen die alle und die sind sicherlich in den Ländern alle unterschiedlich definiert. Anforderungsniveau 1, also das untere Level, wäre also die reine Wiedergabe, das Anwenden von Arbeitstechniken, das Wiederholen im gleichen Zusammenhang, das nochmalige Einordnen bekannter Sachverhalte in trainierten Strukturen. Das ist also die Reproduktion. Das mittlere Anforderungsniveau, das ist die Rekonstruktion. Hier handelt es sich also um die Wiedergabe von bekannten Sachverhalten in leicht veränderten Zusammenhängen. Das heißt, bestimmte Vokabeln, die wir gelernt haben zur eigenen Person, jetzt vielleicht zu übertragen, um über einen Freund zu sprechen, beispielsweise. Ja, also leicht veränderte Zusammenhänge. Oder wenn wir gelernt haben, uns in der Stadt zu orientieren und nach einem Weg zu fragen, dass dann eben die Rekonstruktion sein kann, beschreibe deinen Weg von zu Hause in die Schule. Das heißt also ein neuer Kontext. Und der höchste Anforderungsbereich ist natürlich der dritte Bereich, die Konstruktion, das heißt der selbstständige Transfer von Gelernten in vollkommen neuen Sachverhalten und hier tatsächlich auch das Suchen nach eigenen kreativen Lösungen. Das heißt, wie sollten jetzt auch Schülertätigkeiten praktiziert werden? Und mit Erschrecken musste ich feststellen, dass das, was die Kinder gerne machen, nämlich das Tätigsein, das Basteln, das Spielen, das Musizieren, schaut bitte, die Position 3, das Praktische, ist mit 0% vertreten. Es ist also ganz, ganz selten, dass praktische Aufgaben, etwas basteln, etwas kleben, sich verkleiden, einen Film drehen, relativ selten aufgegeben werden. Wobei der Teil der schriftlichen Hausaufgaben fast immer bei den meisten einmal mit 70% und einmal bei 23% an erster Stelle sind. Das Schreiben. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich mir schon einige Sachen eingeprägt habe, indem ich nochmal geschrieben habe. Aber es hinterfragt natürlich auch, was sind das für schriftliche Hausaufgaben? Und die Fragen wollen wir jetzt gar nicht beantworten, sondern die Frage stellt ihr euch einfach nur mal selber. Was gebe ich für schriftliche Hausaufgaben auf? Ist es immer nur etwas abschreiben? Ist es etwas ausfüllen? Ist es etwas Neues schreiben? Und. Und kann ich diese vielen, vielen Schreibleistungen auch immer bei meinen Schülern kontrollieren? Oder bleiben mitunter auch Aufgaben unkontrolliert? Und ihr seht auch, die mündlichen Aufgaben stehen zweimal an erster Stelle. Auch hier wieder die Frage, welche Funktion die mündlichen Hausaufgaben haben und inwieweit ich diese Hausaufgaben auch wirklich bei allen Schülern kontrollieren kann. Das ist also auch eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Das muss aber jeder jetzt, auch weil er ja eine unterschiedliche Vorgehensweise hat, für sich einfach mal diese Fragen beantworten. In den nächsten Fragen habe ich natürlich auch gefragt, wann die Schüler mit den Hausaufgaben beginnen. Und ihr seht, dass
ganz viele Schüler erst einmal eine Erholungsphase brauchen. Es ist auch ganz natürlich, weil der Einfluss der Umwelt deutlich größer geworden ist als zu unserer Kindheit. Das ist einfach so. Na, und deswegen einfach auch erstmal abschalten, Mittagessen, nochmal kurz spielen, den Hund ausführen oder ähnliche Dinge. Viele machen aber auch die Hausaufgaben gleich, wenn sie nach Hause gekommen sind, schon weil sie noch frisch im Gedächtnis sind und weil man einfach Angst hat, es zu vergessen. Einer macht die Hausaufgaben in der Nacht, aber wir hatten ja auch schon vorhin eine Eule gehabt, die nachts arbeitet. Das muss man also auch sehen, ob das wirklich funktioniert oder hinterfragen. Warum macht ein Schüler nachts Hausaufgaben? Hat er möglicherweise nachmittags noch andere Beschäftigungen, dass er gar keine Alternative hat? Oder ist er wirklich so, dass er in der Nacht besonders gut arbeiten kann? Und natürlich auch in Freistunden oder wenn auf den Bus gewartet wird, dass diese Zeit effektiv genutzt wird, um Hausaufgaben zu machen. Das ist also auch ganz spannend. In der nächsten Frage ist die Frage der Selbstständigkeit gewesen. Das heißt also, hast du Partner oder machst du die Hausaufgaben allein? Und ihr seht, dass der größte, fast die Hälfte aller Schüler die Hausaufgaben doch allein machen. Ein großer Teil möchte aber auch Sicherheiten haben. Ihr seht, 31% vergleicht vor dem Unterricht die Hausaufgaben schon mit anderen. Ganz einfach, um dieses, oh, ich blamiere mich jetzt, wenn ich rankomme mit den Hausaufgaben, zu vermeiden. Sie möchten also gern schon die Bestätigung haben, ist das richtig oder kann ich da noch schnell was korrigieren, damit ich diese Pleite oder dieses Versagen möglicherweise dann im Unterricht nicht zeigen muss. Es gibt aber auch Schüler, die jetzt gerade über WhatsApp und soziale Netzwerke, andere soziale Netzwerke natürlich auch Hausaufgaben schon in Gruppen auch zu Hause anfertigen können. Ich habe dann dieses Hausaufgabe mit Mitschülern machen nochmal genauer unter die Lupe genommen und wollte wissen, wie sie denn mit den Mitschülern arbeiten. Und ihr seht, genau das ist dabei herausgekommen, dass ein Großteil jetzt natürlich über WhatsApp arbeitet. Ja, es gibt also ganze Hausaufgabengruppen, Kolonien. Ja, ganze Klassen haben also ihre Sachen, wo Hausaufgaben ausgetauscht werden. Und man sollte es also sagen, also so schlecht ist es gar nicht, wenn sie sich austauschen, wenn natürlich vollständige Hausaufgaben von einem für alle geteilt werden, dann ist es natürlich weniger effektiv und das ist ja auch nicht das wahre Lernen, aber da muss man mit den Schülern auch tatsächlich arbeiten. Wenige mailen, telefonieren aber noch und einige sitzen auch zusammen in einem Zimmer und arbeiten gemeinsam. So. Ganz spannend fand ich jetzt die Frage nach dem Medium. Und wir alle kennen, dass wir zu unserem Unterricht Lehrbücher haben und dass wir zu unserem Unterricht Aufzeichnungen anfertigen und ein Schnellhefter haben. Und ich musste jetzt ganz erschreckend feststellen, dass der Hefter auch noch dieses Medium ist, mit dem gearbeitet wird. Weil da steht genau das drin, was mir der Lehrer gesagt hat. Oder da steht das Tafelbild, das der Lehrer mit mir gemeinsam entwickelt hat. Da steht das drin, was der Lehrer abgenickt hat. Aber schaut bitte, an welcher Position steht das Lehrbuch? Oder geben wir zu wenig Hausaufgaben mit ihm zur Arbeit mit dem Lehrbuch auf? Welche Funktion hat das Internet? Ja, sicherlich kann man sehr, sehr viel aus dem Internet heraus suchen. Aber wissen unsere Schüler hundertprozentig auch, dass nicht immer alle Informationen, die sie aus dem Internet holen, korrekt sind? Werten unsere Schüler diese Informationen? Arbeiten sie mit unterschiedlichen Quellen? Kann ich das als Lehrer steuern? Kann ich das hinterfragen? Wie werden diese Internetquellen aufbereitet? Auch diese Frage stelle ich also in den Raum. Nadja schreibt, Lehrwerke sind oft langweilig. Natürlich, die Verlage konzentrieren sich auf das, was in den Lehrplänen steht und nichts darüber hinaus. Das ist ganz klar. Das heißt also, unsere Aufgabenkultur muss sich verändern, damit wir mit diesen damit wir Lehrbücher verwenden können. Ja, und da der Kostenfaktor ist und wenn wir da noch Spaßseiten drin haben und drin gemalt werden kann, können Lehrbücher nicht mehrfach verwendet werden und das Geld für die Lehrbücher, ich sag mal, wenn man für ein Lehrbuch, ein Buch, für ein Unterrichtsfach 24 Euro in Deutschland ausgibt, da wird man sich das sehr groß überlegen, wie viele Lehrbücher man da noch aufstocken kann und so weiter. Und das, glaube ich, wird überall auch sein.
Andere Printmedien, ich meine also andere Bücher, andere Nachschlagewerke, wenn es nicht ausdrücklich vom Lehrer gefordert wird, wird es im seltensten Fall von alleine genommen. Das fand ich also auch ganz erschreckend, dass hier die Schüler auch wirklich angeregt werden müssen. Schau doch mal in eine Enzyklopädie, nutze doch einmal ein Wörterbuch. Schau bitte mal aus deiner Kindheit, hast du vielleicht ein Tierbuch bekommen, das du für die Biologie nutzen kannst? Schau doch einmal in einen Roman. Oder suche mal ein passendes Zitat, das damit für den weiteren Unterricht verwendet werden kann. Es ist also für mich sehr erschreckend gewesen. Dann natürlich auch die Frage, für welches Fach bekommst du die meisten Hausaufgaben auf? So, und also das bitte jetzt nicht repräsentativ nehmen, denn das ist jetzt speziell wirklich diese Schüler an meiner Schule. Und ihr seht, dass hier die Mathematik und die zweite Fremdsprache voran sind, zum Teil meine Schüler, und ich gebe natürlich Hausaufgaben auf. Das muss ich also auch gleich sagen, aber es kristallisieren sich raus, dass wenig Hausaufgaben für Sport aufgegeben werden, wenig Hausaufgaben für Musik, für Wirtschaft und Recht. Also das fand ich dann schon wieder interessant, während natürlich im oberen Bereich in den Grundlagen Fächern natürlich die Hausaufgaben dann schon umfangreicher sind, vor allem dann auch in den Fächern, wo natürlich irgendwann einmal Tests und Leistungsmessungen bis hin zu Prüfungen anstehen. Das ist also ganz klar, dass es da natürlich auch immer regelmäßig deutlich mehr Hausaufgaben gibt als in den, ich möchte es jetzt keine Abstriche machen, aber in den Fächern, die eben vielleicht möglicherweise doch eher auch als Erholungsfächer für Schüler angesehen werden, weil sie ja ganz andere Lernkanäle öffnen, wie Kunst, Musik oder auch Sport. War aber für mich auch sehr interessant, wie Schüler das wahrnehmen, dass also in den Sprachen doch relativ viele Hausaufgaben aufgegeben werden, vor allem dann, wenn man mit einer zweiten Fremdsprache anfängt. Das fand ich also sehr spannend. Und Muttersprache und Mathematik, ich glaube, die haben auch ihren Stellenwert verdient. Was ich natürlich nicht akzeptieren kann, sind beispielsweise, wenn Schüler zu mir kommen und sagen, ja, Frau Kolotzi, entschuldigen Sie bitte, ich konnte die russische Hausaufgaben nicht machen, weil ich musste Mathematik machen. Also das kann ich dann leider nicht akzeptieren. Und ich glaube, manchmal habt ihr als Kollegen auch schon mal solche Erfahrungen gemacht, dass das ein anderes Fach vorgeschoben wurde. Ne? Dagmar kennt das also auch. Okay. In der nächsten Frage habe ich gefragt, wann Hausaufgaben in der Regel erteilt werden. Schaut bitte. Fast am Ende der Stunde. Und hier sind wir als Lehrer gefragt. Fast am Ende der Stunde. Und dann klingelt es. Können wir immer kontrollieren, dass die Kinder die Hausaufgaben wirklich alle eingeschrieben haben? Es ist also ganz, ganz spannend. Ich denke, hier müssen wir uns auch disziplinieren und einfach gucken, wenn es Übungskomplexe sind, die einen ganz bestimmten eine Stundenphase widerspiegeln, sollten wir vielleicht auch überlegen, das nicht immer am Ende der Stunde zu machen. Gibt uns natürlich auch als Lehrer die Sicherheit, kann ich die Hausaufgabe, die ich geplant habe, aufgeben, wenn ich das Stundenziel nicht erreicht habe. Das ist ganz klar. Aber wenn wir zu ganz bestimmten Etappen einer Unterrichtsstunde Hausaufgaben aufgeben, dann denke ich, passt es auch, die Hausaufgabe zu einem anderen Zeitpunkt aufzugeben. Am Stundenanfang, im seltensten Fall. Ich versuche das ab und an schon mal zu machen, den Kindern, wenn sie frisch und neugierig auf die Stunde sind, dann wirklich auch schon mal am Stundenanfang zu sagen, also wenn wir heute das Ziel erreicht haben, das wird unsere Hausaufgabe sein. Das ist also auch ganz interessant. Bei der Frage aus der Sicht der Schüler nach der Funktion der Hausaufgabe seht ihr, dass das meiste Stoff anwenden ist. Und dann wiederholen, vorbereiten und schaut bitte mit 59% den Stoff beenden, der in der Stunde nicht geschafft wurde. Boah, das wage ich zu hinterfragen, ob das immer so günstig ist, das als eine attraktive Hausaufgabe aufzugeben. Könnt ihr wieder die Frage für euch alleine beantworten. Aber es hat mir sehr, sehr stark zu denken gegeben. Etwas aus der Stunde zu systematisieren, das heißt also dieses etwas höhere, diesen höheren Anforderungsbereich, Bekanntes in neue Zusammenhänge zu bringen. Das, was wir gelernt haben, wende auf einen neuen Kontext an, erfolgt nur mit 6%. Und das auf andere Sachverhalte übertragen, in nur 13%, aber das sind doch die höheren Anforderungsniveaus. Da zeigt es sich doch, ob die Schüler das begriffen haben und gelernt haben. Und das findet so wenig
auf Funktion in der Rolle der Hausaufgabe. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Auch die Rolle der Eltern wurde hinterfragt, möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Das seht ihr. Traurig, dass es natürlich auch Kinder gibt, die Eltern haben, die nur fragen, hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, oder der Vater geht auf Arbeit und sagt, und vergiss nicht, deine Hausaufgaben zu machen und so weiter, ja? Wie werden die Hausaufgaben in der Regel im Unterricht kontrolliert? Das fand ich wieder interessant, dass bei über der Hälfte der Kollegen die Hausaufgaben am Stundenanfang kontrolliert wurden. Das heißt also, es geht um eine Ist-Standsermittlung, die mir versichert, aha, wenn alle das so haben, kann ich weitermachen. Vorbereitende Hausaufgaben oder Hausaufgaben, die eben auf einem höheren Level sind, werden dann in der Regel auch im Stundenverlauf kontrolliert, da wo es dann entsprechend angemessen ist. Vor dem Unterricht, dass man schon mal als Lehrer reingeht, bei schriftlichen Hausaufgaben, du gib mir mal dein Heft, ich habe gerade eine Freistunde, ich würde mir das gerne schon mal angucken, eigentlich fast gar nicht. Und am Stundenende, ganz am Ende, relativ selten, weil da natürlich die Gefahr besteht, dass man es einfach nicht mehr schafft, die Hausaufgaben tatsächlich zu kontrollieren. Das ist natürlich ganz klar. Wie meine Schüler geantwortet haben, ob sie auch differenzierte Hausaufgaben aufbekommen und in welchem Fach. Ja, also meine Schüler, deswegen findet ihr hier ab und an mal wieder Russisch oder im Fach Russisch wieder, aber schaut bitte mal, wie differenzierte Hausaufgaben bei den Schülern auch verstanden werden. Und das hat mir auch natürlich wieder zu denken gegeben. Ich sehe dort freiwillige Aufgaben, zusätzliche Aufgaben, unterschiedliche zugewiesene Hausaufgaben. Wenn ein Schüler böse war, eine Strafaufgabe, bitteschön, als eine differenzierte Aufgabe. Etwas nachholen ist keine Differenzierung. Ganz bestimmt nicht. Manchmal Form eines Vortrages. Oder ein Vortrag halten als freiwillige Sache, um eine Note wieder zu verbessern, weil man gerade schlecht in einem Fach war. Oder eine Zusatzaufgabe, um eine extra gute Note zu verdienen. So wird es ja dann auch angekündigt. Oder auch hier wieder eine Strafaufgabe bei falschem Benehmen. Oha, denkt bitte dran, was ihr vorhin geschrieben habt, wozu, welche Funktionen Hausaufgaben erfüllen sollen. Es ist also hier auch widersprüchlich und auch widersprüchlich von Schülern wahrgenommen. Aber auch ich erteile mitunter Sanktionen. Dann müssen sie aber gerechtfertigt sein, der Schüler muss es auch verstehen. Und dann muss es eigentlich auch angekündigt bekommen. Das ist also ganz wichtig. Also mein lieber Freund, wenn du jetzt hier noch weiter so machst und nicht aufpasst, dann muss ich dir eine zusätzliche Aufgabe geben. So, und dann kann er selber entscheiden und dann ist er nicht mehr der Böse. Dann bin ich dann nicht mehr der Böse im Unterricht. Okay, in einem nächsten auch die Frage nach neuen Formen von Hausaufgaben. Ihr seht, also Formeln, nachrecherchieren, Audios und Filme machen, also es kommen so einige Dinge, am Computer etwas schreiben, etwas basteln, finden sich also so langsam ein und ich denke, mit dem Einzug der neuen Medien gestattet auch die Langsamkeit der anderen Kollegen, werden natürlich auch neue Formen der Hausaufgaben sicherlich in Zukunft mehr Einfluss auf die Tätigkeit der Schüler zu Hause haben. Hausaufgaben übers Wochenende. Bei uns in Deutschland sind Hausaufgaben von Freitag zu Montag nicht zulässig. Allerdings von Donnerstag zu Montag, weil der Freitag noch ein Schultag ist. So, und das Hausaufgaben machen an sich, heißt ja nicht, die Hausaufgaben so aufbekommen, schaut bitte, dass 66% aber die unterrichtsfreie Zeit auch nutzen, um Hausaufgaben zu machen, plus nochmal 22%, um das auch mit einzubringen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Sportler, die eben zu Hausaufgabenzeiten dann auch unterwegs sind. Drei Wünsche frei. Hier schaut bitte einfach nur einmal auf die fettgedruckten Wörter, mehr Rücksicht, Kursarbeiten, der Wunsch nach praktischen Hausaufgaben, nicht am Stundenende, weniger übers Wochenende, Komplexität mit einzubringen. Das ist also auch noch eine Sache, die ganz spannend ist und die auch gerechtfertigt ist.
Das überspringe ich jetzt einfach mal. Hier sind noch mehr Wünsche dabei. Das, was ich noch interessant war, ist beispielsweise in unseren 16 Bundesländern habe ich mir einmal in den in den Schulordnungen angeguckt, welche Funktionen die Hausaufgaben haben. Eine vorbereitende Funktion wird nur in 5 Bundesländern definiert. Eine unterrichtsunterstützende Funktion in 10. Übend in 10. Anwendende Funktion in 8 Bundesländern, motivierende Funktion, Hausaufgabe als Motivation nur in 2 Bundesländern und die Information auch nur in 2 Bundesländern. Das heißt also, dieses Verständnis wird in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedlich gespiegelt. In der Sekundarstufe 1 und 2 seht ihr, dass die Funktion der Hausaufgaben mit 54% Festigung des Wissen und Können ist. Eine Hinführung zum neuen Stoff nur mit 4% und eine Systematisierung wieder genau das, was wir wollen, das höhere Anforderungsniveau nur mit 1%. Das ist also dieser Widerspruch, den wir hier auch sehen. Ich muss ein kleines bisschen beeilen. Das heißt also, das, was wir brauchen, kommt eigentlich bei den Hausaufgaben deutlich zu kurz. Wir haben jetzt natürlich noch eine These zu Hausaufgaben. Hier könnt ihr gerne reingucken, aber ich muss jetzt einfach sagen, es hat doch ein kleines bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, aber vielleicht können wir es einfach im Nachhinein fortsetzen, weil ihr habt alle den Link und seht ja, was bei rauskommt, sodass ich jetzt einfach das überspringe und einfach mal gucke, was sind denn jetzt tatsächlich die Gelingensbedingungen, und damit sind wir auch bei den goldenen Regeln für die Hausaufgabenpraxis, dass Hausaufgaben für Schule zum Erfolg führen könnten. Hausaufgaben sollten im gesamten Kollegium diskutiert werden, sollten bewusst regelmäßig angefertigt werden und es sollte eine gemeinsame, überdachte Hausaufgabenkultur geben. Plakate sollten also einheitlich bewertet werden, sollte gleich aufgegeben werden und ähnliche Formen. Regel Nummer 2. Hausaufgaben, dadurch, dass sie auch von Eltern und Schülern nach außen getragen werden, sind also ein Fenster der Schule. Und es sollten Elternabende auch genutzt werden, um deutlich zu machen, welche Rolle Hausaufgaben für die Kinder und für Schule und für Unterricht spielen. Hausaufgaben sollten regelmäßig aufgegeben werden, aber eher kürzer. Seltener, umfangreichere Aufgaben und hier sicherlich dann auch in Schwerpunktfächern. Es sollen denkanregende Hausaufgaben sein, die auch unterrichtsvorbereitend sein können. Das heißt also, mehr Wert auf Qualität legen. Differenzierungsangebote zu geben, leistungsschwächeren Schülern auch die Chance geben, mit ihren Hausaufgaben einen Erfolg zu haben. Nicht allen die gleichen Hausaufgaben aufgeben. Mit Schülern über Hausaufgaben reden. Und auch abklären, mit welchen Hilfsmitteln sie arbeiten können, was Voraussetzung ist, um Hausaufgaben erfolgreich erfüllen zu können. Und wir sollen immer davon ausgehen, dass die Hausaufgaben selbstständig von den Schülern angefertigt werden sollen und nicht die Schüler auf die Hilfe der Eltern angewiesen sind. Das sollte im seltensten Fall sein, denn die Schüler sollen lernen, selbstständig zu arbeiten und nicht mit den Eltern gemeinsam Hausaufgaben anfertigen. Das sind ja die Aufgaben der Kinder. Und damit möchte ich gern die Veranstaltung abschließen und ich hoffe, ich konnte euch über die Diskussion einige Denkanstöße vermitteln und hoffe ganz sehr, dass es uns gelingt, gemeinsam über Hausaufgaben nachzudenken. Also mir hat diese Umfrage sehr viel gebracht und ich versuche wirklich bewusster auch Hausaufgaben wahrzunehmen und mich manchmal auch zurückzunehmen, aber auch konsequent mit Sanktionen umzugehen, wenn das nicht gemacht wurde. Aber am wichtigsten ist es für mich, die Schüler in ihren unterschiedlichen Lerntypen zu erreichen und eben auch unterschiedliche Hausaufgaben zu unterschiedlichen Tageszeiten aufzugeben.